Sören Eismann stellt seinen Körper wunderbar da in den Zweikampf und hat jetzt den Ball nach vorne gepasst zu Ani Schala, der rechts raus zu Toni. Schala setzt nochmal nach und da haben wir ihn schon wieder. Hauptmann auf Wegner. Der Richtung Toni, der kann ihn auch noch gerade so kontrollieren. Ja, ist durchgeschleppt. Ja! 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 Ein Tor! Der Erste! Ein Tor! Jawohl! Da habt ihr es! Da habt ihr es! Ihr habt drum gebettet und da habt ihr es! Ja! Mit Ansage, mit Ja! Ich glaube, uns platzen ja gleich die Ich stoße in Richtung Verein! Was ist jetzt Telmo? So richtig habe ich es nämlich nicht mehr mitgekriegt, werden am Ende auch das Tor. Ist mir auch abgegeben für den emotionalsten Torschrei im Fanradio, seit es Fanradios gibt. Ich habe ja auch alles vorgespuckt. Das Gegner jetzt. War alles verhältnet. Tor! Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann! Lass den abpfeifen. Wieder. Leute, ich habe Tränen in den Augen. Sensationell.
the surface. Now I'm a believer, and now a trace. Unglaublich, was jetzt hier im Gästeblock abgeht. Die totale Ekstase im Gästeblock. Jeder, der eine Fahne hat, der einen Schal hat, der hält ihn jetzt hoch und winkt und wedelt damit. Das ist Freude pur. Das ist einfach Emotion. Das ist das, was Fußball ausmacht. Und das ist das, was RB nie hinbekommen wird. Und jetzt kommt... Das Endgeil ist das Endgeil. Heute geht's definitiv nicht nüchtern ins Bett. Nee. Wer heute, wessen Herz rot-weiß schlägt und der heute nüchtern ins Bett geht, verdient sich Mut. Auf jeden Fall.